Ja, um ein ganz anderes Thema geht's jetzt, um Wespen nämlich. Im Moment sind sie ja gerade wieder besonders lästig. Sobald wir uns draußen niederlassen und Essen auf dem Tisch steht, dann wollen sie ihren Teil abhaben. Kaum einer kann sie wirklich leiden, bis auf Brigitte Martin aus Darmstadt. Sie adoptiert sogar ganze Wespenvölker. Hat doch einen Stich, die Frau könnte man denken, hat sie nicht, zeigt Stefan Wirbelauer. Wenn die Wespen dem Menschen zu dicht auf die Pelle rücken, dann wird Brigitte Martin gerufen. Ihr Einsatz heute, eine Privatwohnung in Darmstadt. Brigitte weiß genau, wie nützlich die fliegenden Insekten sind. Nun, Wespen und Hornissen sind sehr schützenswerte Tiere. Sie vertilgen jeden Sommer eine Unmenge von Raupen, von Fliegen, von Stechmücken, die uns halt quälen würden. Auch die Gärtner wissen sie zu schätzen. Blattläuse sind ihre Lieblingsspeise. Seit 5 Jahren siedelt die 53-Jährige Insektenvölker um. Mit ihrem Wespensauger, Marke Eigenbau, fängt sie die Insekten ein. Sicher für Mensch und Tier werden die Wespen in diese Holzkiste gesaugt. Doch erst Deckel drauf, dann muss alles gut abgedichtet werden. Denn keine Wespe darf entweichen. Alles, was ein- und ausfliegt, wird so aufgesaugt. Nach knapp 40 Minuten ist nichts mehr zu sehen. Alle Wespen sind im Kasten. Es gibt so eine Regel, dass ungefähr alle 30 bis 40 Minuten die Wespen zum Nest zurückkommen mit Raupenfutter, mit Fliegen, die sie erbeutet haben für die Larven oder auch mit zuckerhaltigen Sachen für die Königin oder für die Wespen, die noch zu Hause sind und die Brut bewachen und pflegen. Zum Schluss kommt das Nest mit den Wespenlarven und der Königin dran. Verdienen will die Tierschützerin nichts an ihrer Arbeit. Sie verlangt nur eine Aufwandsentschädigung. Zu Hause lässt Brigitte die Wespen dann wieder frei. Begonnen hat ihre Insektenliebe vor genau 10 Jahren. Ausgelöst durch ein Nest, was wir selbst im Schuppen haben, kam ich auf die Idee, da ein Seminar der unteren Naturschutzbehörde zu besuchen. In diesem Seminar habe ich gelernt, dass man Leute beraten kann. Und ich habe gehört, man kann diese Nester auch umsiedeln, wenn man einige Maßnahmen beherrscht. Rund 20.000 Wespen leben hier. Damit die auch bleiben, gibt's immer reifes Obst. So werden auch Brigittes Nachbarn von den Insekten nicht belästigt. Spätestens Anfang November sind wir die Plagegeister los, dann sind die Nester leer.